Herzlich willkommen bei Yeboah's Vlogs und wir sind heute in Ghana. Ich bin gerade in Ghana, Westafrika, weil es Year of Return ist. Und heute fahren wir nach Cape Coast mit dem Auto hier. Ich zeige euch ein bisschen so Geschichte von Ghana. Also, let's go. Wie ich eben schon gesagt habe, geht's heute nach Cape Coast. Und zwar nach Elmina, um genau zu sein. Denn dort befindet sich das Elmina-Schloss, was im Jahr 1482 von den Portugiesen gebaut wurde, an der damaligen Goldküste. Die Stadt Elmina hat über 25.000 Einwohner und liegt knapp 3 Stunden von der Hauptstadt Accra entfernt. Es ist ein sehr beliebtes Reiseziel für Touristen, da das Schloss eine wichtige Rolle in der Geschichte der schwarzen Menschheit spielt. Wir sind jetzt nach 2 Stunden hier angekommen in Elmina. Das ist das Schloss, wo wir auch gleich reingehen werden. Das ist der Ort, wo die ganzen Sklaven aufgehalten wurden und gequält wurden. Und es ist am Strand, von dort aus wurden die dann halt in die verschiedenen Länder verfrachtet und geschickt. Wir laufen jetzt rein ins Schloss, wie ihr es sehen könnt. Hier ist der Eingang. Wir sind gerade im Museum, wo historische Fakten drinstehen und es aufgeteilt ist. Hier halt Asantis, da die Umgebung und weiter vorne die Leute und die Kultur von Ghana. Hier sehen wir die Fesseln, mit denen die befestigt worden sind, da unten. Das waren die Ketten. Und hier auf dieser Seite sehen wir den Einfluss von den europäischen Kontakten. Christentum ist ja durch die Kolonisation nach Ghana gekommen. Deshalb sind hier viele Bilder von der Kirche. Und hier Bücher. Und auch die Sprachen. Welche andere Sprachen in Ghana beeinflusst haben, ist hier auf der Liste auch drauf. In dem Museum findet man nicht nur die Ketten, die ich euch vorhin gezeigt habe, sondern auch andere antike Gegenstände, sowie Schmuckstücke und andere Sachen, die die Leute in Elmina früher besitzt haben. Selbstverständlich hat man beim Rundgang im Schloss auch einen Fremdenführer, der einem die schmerzhafte Geschichte, die sich hinter den Mauern des Schlosses abgespielt hat, genau wiedergibt. Wir befinden uns jetzt im Hof. Außen herum sind die Zellen der weiblichen Sklaven. Und das ist der Hof, wo die Frauen dann alle rausgeschickt wurden. Und oben auf den Balkonen standen die Führer und haben sich die Leute ausgesucht, mit denen sie schlafen wollten. Da unten ist ein Brunnen. Und aus dem Brunnen haben die das Wasser genommen, haben die Frauen gewaschen und sie sozusagen auf die Vergewaltigung vorbereitet. Und was ihr wissen müsst, ist, dass die Frauen hier 2 bis 3 Monate aufgehalten wurden und sie haben nie duschen können. Das einzige Mal, wo sie duschen konnten, ist, wenn sie vergewaltigt wurden, und zwar genau hier. In den Zellen drin gab es auch keine Toiletten, alle waren angekettet. Das heißt, wenn eine Person aufs Klo wollte, mussten alle in einer Reihe mit der Kette zu der Ecke von den Räumen, wo Eimer standen. Und in diesen Eimern konnten die dann aufs Klo gehen. Natürlich haben sich die Frauen nicht alle vergewaltigen lassen. Die Frauen, die sich gewehrt haben, wurden an diese Kanonenbälle angekettet, die
bis zu 25 Kilo schwer sind, beziehungsweise die 25 Kilo schwer sind. Die wurden dann die angekettet. Hier draußen mussten in der prallen Sonne 24 Stunden lang stehen bleiben. Ohne Essen, ohne Verpflegung, ohne Trinken. Und so haben die versucht, den Leuten Angst zu machen, damit sie das machen, was sie haben wollten. Wie ihr da oben sehen könnt, steht das Slave Exit to Waiting Boats. Dort haben die Boote auf die Leute gewartet. Und da drin war auch Door of No Return. Das heißt, wenn sie einmal durch diese Tür sind, war es das. Sie konnten nicht mehr zurückkommen. Das hieß dann, dass sie weggeschickt wurden auf den Schiffen, um in die Länder verlagert zu werden.